Ihr findet, an Weihnachten wird viel gegessen. Frankreichs Sonnenkönig Ludwig XIV. Machte mit Völlerei Weltgeschichte. Jeden Abend um 22 Uhr gab es ein Festmahl mit 14 Dienern allein für den König und um die 100 Gäste. Es wurde immer in der gleichen Reihenfolge gegessen. Zuerst die Vorspeisen, dann Eintöpfe, Geflügel und Wild, dann gebratenes Fleisch, gefolgt von Zwischengängen, Salaten und vielen Nachspeisen. Die Gäste der Tafel, oft Botschafter, kehrten in ihre Länder zurück und erzählten, die französische Küche sei köstlich, die Art und Weise zu tafeln exquisit und die Ausländer kopierten die französische Art zu speisen. Kalorien zählen? Fehlanzeige. Der König hatte zwar durchaus mit Blähungen, Verdauungsproblemen und Diabetes zu kämpfen, trotzdem wurde diese Art des Essens Vorbild für die halbe Welt.